Wenn man in der Klasse hört, dass der oder diejenige beim Psychodoc ist und wenn es die falschen, dann ist in der Schule gestanden. Ja, das ist heutzutage leider immer noch so, dass das so als abwertend geredet wird, dass man Hilfe einfach braucht. Ich finde sowas einfach nur schrecklich. Wenn man zu so einem Arzt geht, dann ist doch nichts dabei. Ich glaube, viele haben davon Angst, dass man dann so genannt wird oder dann schlecht geredet wird. Mama. Einfach schrecklich. Das ist was sehr, sehr Starkes, wenn man zu so einem Arzt geht. Da zeigt man eigentlich mehr Stärke, dass man Hilfe braucht und sich das eingesteht. Amasawa, hat Takanashi-san dir etwas über die Website des Professors verraten? Ja, tatsächlich habe ich mich gerade damit beschäftigt. Wir befinden sich im Dark Web. Auf konventioneller Weise habe ich mich hat man also keinen Zugriff drauf. Dark Web? Dazu benötige ich mehr Infos. Amasawa, was ist das Dark Web? Kurz gesagt, das Schattenreich des Internets. Das was? Normale Webseiten gehören entweder zum Surface Web oder Deep Web. Öffentliche Seiten wie Blogs oder zum Shoppen sind jedermann zugänglich. Die gehören zum Surface Web. Das Deep Web besteht aus normalen, aber gesicherten Webseiten, E-Mail-Dienste, privat geteilte Dokumente, etc. Das Dark Web ist eine völlig andere Geschichte. Über solche Webseiten stolpert man nicht im Alltag. Man kann nicht einfach nach ihnen suchen, wie sonst im Internet. Sie tauchen in keiner Suchmaschine auf. Ohne den dazugehörigen speziellen Browser sind sie nicht aufrufbar. Das ist die einzig wirkliche gesetzlose Zone, ein Cyberspace, in dem alles möglich ist, sei es noch so ruchlos. Darum also das Schattenreich. Klingt so, als hätte man sich da ein Virus eingefangen oder noch Schlimmeres. Schattenreich, wird Zeit für ein Duell. Ja, die eigene Neugier kann dort rasch ins Verderben führen. Das Dark Web bietet einen hohen Grad an Anonymität. Das macht es zu einer Brutstätte für Cybervergehen aller Art. Hier blüht der Schwarzmarkt heutzutage am stärksten. Wer lang genug im Dark Web sucht, kann dort alles kaufen, was man sich vorstellen kann. Okay, und dazu zählt auch gefährliches Zeug wie Waffen, ja? Das ist nur der Anfang. Falschgeld, gefälschte Pässe, illegale Tiere. Anscheinend gibt es sogar Seiten, wo man Killer engagieren kann. Ja, definitiv bedenklich. Und die Website des Professors gehört dazu? Nun, ganz so schrecklich geht es dort nicht zu, doch die Anfragen der Schüler dort sind auf jeden Fall fragwürdig. Hallo Nino? Yagami-san. Hier, ich gebe Ihnen eine Kostprobe der ungezügelten Launen an der Seiryu High. Worum geht es da? Auf den ersten Blick sieht es wie eine normale Pinnwand aus. Was wird da so gepostet? Alle möglichen Anfragen. Ich will beim nächsten Test schummeln. Mein Schwarm soll mich bemerken. Manche wurden beantwortet. Hier, der Professor nannte die Preise für sämtliche Lösungsschlüssel der anstehenden Prüfungen. Lösungsschlüssel? Klingt so, als müsste man sich dafür in den Server der Schule hacken. Das ist bestimmt schon passiert, wenn es nicht der Professor war, dann einer seiner Helfer. Ach ja, und wer sich auf der Seite registrieren will, braucht einen Schülerausweis von der Seiryu High, wohl um Lehrer und Eltern auszuschließen. Der Professor hat wirklich an alles gedacht. Yagami-san, sehen Sie sich dieses Posting an. Nutzername Dancing Bunny. Hallo Professor, Yuri Norizuki, die Tanzclubleiterin der Misaki High, soll im Dance Jam Finale verletzt werden. Direkt bevor sie auf die Bühne geht, vernichten Sie an ihrem großen Abend, ruinieren Sie ihr hübsches Gesicht. Alter! Transkript der Misaki High. Yuri Norizuki? Den Namen kenne ich doch. Hi. Genau, das ehemalige Poppy-Duo und der Star des Tanzclubs der Misaki High. Vermutlich stammt die Anfrage von einem Mitglied im Tanzclub der Nanate. Seryu High. Wirklich? Wie kommst du darauf? Dancing Bunnies führen Posting, frühere Posting lassen darauf schließen. In einem beklagt sie sich über den vorherigen Clubbetreuer, in anderen bittet sie um Rat wegen eines Wakana. Trainingsvorfalls. Alter.
Bitte nicht die eine, die Leaderin, ey. Yagami-san, womöglich geht der Professor auf die Anfrage von Dancing Bunny ein. Das ist nicht gut. In der Tat, leider muss ich sie noch einmal bitten, aktiv zu werden, um diesen Rabbit zu finden. Das ist ein ganz, ganz böser und dummer Weg. Und sehr falsch. Ich habe mich gar nicht verirrt. Was ist mit diesen Kids los? Ich habe keine Ahnung. An dieser Schule, die sind alle irgendwie voll gestört. Mich gerade verwirrt. Hä? Bin gerade mega verwirrt. Hallo, Tobi. Yagami-san. Ich suche den Weg. Soll ich jetzt zum Tanzdings gehen oder wie? Oder was? War anders nochmal. Im Untergeschoss. Wo ist der Untergeschoss? Hilfe! Ich finde doch die scheiß Wege nicht. Gut, ich kann's markieren. Was für ein Game? Lost Judgment. Davon gibt's noch einen ersten Teil. Wir sind halt ein Detektiv, der hier gerade an einer Schule ermittelt und irgendwie finde ich den Weg nicht. Das gibt's doch nicht. Hä, das führt immer hierher. Aber ich will hier hin. Manchmal sind die Wegmarkierungen seltsam. Komisch. Ist ja kein Fahrstuhl. Doch. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, warum die Wegmarkierung mich immer hier reinführt in die Abstellkammer. Das ist ja der Detektivclub hier. Ganz komischerweise auch den Nebenfall nicht aktivieren. Warum nicht? Warum kann ich das hier nicht markieren? Ich weiß nämlich nicht, wo diese Kack-Tanzclub war. Semi-Club, ja. Ja, ich weiß, dass das im OG ist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Die Schule ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. Dann mache ich erstmal was anderes. Hab keine Lust zu suchen. Ja, im Krimi-Club war ich, aber nicht im Tanzclub.
Oh je, Tobi. Na gut, dass dir nichts passiert ist. Ein Mitte 30 Typen mit einem Schuhmädchen in der Abstellkammer. Wir sind ja nur der Betreuer dieses Clubs, ja? So ein Ferkel ist Yagami jetzt auch nicht. Und Nino, danke schön für die 5 Erdbeeren. Das ist sehr lieb von dir. Yagami ist ein Verräter. Ja, das. Da stimme ich dir voll zu, Nino. Da stimme ich dir vollkommen zu. Eine wunderschöne Nachricht. Mal sehen, was wir mit diesen Punkten hier noch machen können. 8100. Kannst du mich mal, Yuma? Er sagt nur die Wahrheit. Schreibt. Er schreibt die Wahrheit. Warte, ich will das noch einsammeln. Klaus, danke für deine Vergiftung an Tobi. Ah, Hundi! Das ist ein Shiba Inu. Voll süß. Schön. Ich kann leider nicht hypen, mein Streamdeck ist aus. Und noch 22 bis 100. Alter, was? Ja. Ein Shiba, ja. Hat Yami gerade Gefühle gezeigt? Guck mal, wie süß. Was ist mit diesem Hund los? Oh. Hey, was hörst du? Suchst du dein Herrchen? Oh, ich nehme nicht gerne. Hey, Yagami-chi, endlich lernst du den berüchtigten Spürhund von Ijincho kennen. Was? Wir haben einen Hund? Pardon, den was? Man erzählt sich hier, ein seltsamer Hund streife durch die Straße und halte nach Fellen Ausschau. Geil. Immer wenn er ein Geheimnis oder ein Notfall wittert, bellt er die Leute an, um ihnen Bescheid zu geben. Tatsächlich kommt er hier häufiger vorbei, als wüsste er, dass es hier ein Detektivbüro gibt. Ernsthaft? Dieser Hund? Ja, schon seit ein paar Monaten. Er scheint seine selbstgewählte Aufgabe überaus ernst zu nehmen. Erinnert mich an Amasawa. Aber warum streift er durch die Gegend? Er trägt ein Halsband, also ist es kein Streuner. Darin liegt sein Geheimnis. Er ist ausgezeichnet abgerichtet und in perfekter Gesundheit. Er wühlt auch nicht im Müll oder so. Es kümmert sich also eindeutig jemand um ihn. Das der Geheimnisse nachspürende Hund ist selbst ein großes Geheimnis, was? No, Scheiße, gib mir den Hund! Stimmt was nicht? Oh, er hat eine Spur gewittert. Anscheinend sollst du ihm folgen. Nein, ich kann jetzt Gassi hier gehen oder was? Soll ich ihn an der Leine führen? Er ist so einfach nur gut erzogen. Kein Wunder, dass er vorher rumstreift, wenn er wirklich so schlau ist. Okay. Soll ich mit dir Gassi gehen? Anscheinend. Toll, jetzt muss ich auch noch im Spiel Gassi gehen. Der Krimi-Club hält mich bereits auf Trab und jetzt kommt auch noch ein Spürhund dazu. Was ist hier los? Ach, wenn Tenshi auch nur so wäre. So klug. Schon gut, ich übernehme den Fall. Wo liegt das Problem? Okay. Führ mich hin. Du willst nicht bloß was zu fressen, oder? Da war Ben an der Wand. Ja, das Eichhörnchen. Habe ich gesehen. Tenshi soll auf zwei Pfoten tanzen? Macht er sogar manchmal.
Bei diesem Fall geht es mal nicht nach mir. Lol. Ja, geil. Ich geh jetzt Gassi. Wow. Oh Mann. Ich glaube, der macht jetzt kein Pipi und Kacke. Mit Skateboards? Das kann ich leider gar nicht machen. Schade. Immerhin kann ich ein bisschen joggen. Aber das ist ja voll süß mit dem Hund hier. Hier in die Gasse, okay. Okay. Soll ich hingehen? Das ist ein Problem, du kannst sie nicht kontaktieren. Nein, sie meinte bloß, ich soll hier warten, dass sie bald wiederkommt. Oje, das ist nicht gut. Entschuldigung, gibt es hier ein Problem? Hat der an der Leine eine Taschenlampe dran? Und Sie sind? Takayuki Yagami, ich bin ein Detektiv aus Kamurocho. Oh, so ein süßes Hundchen. Gibt es hier ein Problem? Nun ja, er wartet seit einer Weile vor unserer Einrichtung, weil seine Mutter es ihm gesagt hat. Einrichtung? Ja, unser Waisenhaus, das ist die Treppe hoch. Oh, die hat ihr Kind einfach vor die Tür eines Waisenhauses abgesetzt. Alter. Alter, ist das ein mieses Stück. Und sie sagen, er wurde hier gelassen und die Mutter kommt nicht zurück. Okay. Ja, und als ich ihn fragte, ob alles in Ordnung sei, hat er diesen Umschlag bei sich. Ein Brief. Darin steht, bitte kümmern Sie sich um Shuzuki-chan. Verstehe. Er ist ein ganz braver Junge. Er liebt Bananeneis. Also er bedeutet mir alles. Er hatte zumindest gehofft, den Grund für sein Hiersein zu erfahren, einfach so zurückgelassen zu werden, ohne die Wahrheit zu kennen. So etwas macht man nicht. Alter. Das ist richtig mies. Ist das nicht der Hund? Schaut so aus dem Film, da wo der jahrelang zum Bahnhof läuft. Oh, wie hieß denn der Film? Verdammt, ich weiß, welchen Film du meinst. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Fährst du mit deinem Hund manchmal Fahrrad? Würde ich das machen, würde ich dann in irgendein Auto hängen, weil der Hund mich irgendwie da reinzieht. Inchi ist da einfach noch zu wild irgendwie. Mit Quincy könnte ich es machen. Der ist ein bisschen ruhiger. Film Hachiko. Genau, den ging's. Man spricht bestimmt den Namen Shusuke aus, oder? Das eine U ist bestimmt stumm. Wie lange ist deine Mami schon weg? So eine Stunde. Wenn das stimmt, könnte sie vielleicht noch in der Nähe sein. Sie sind doch Detektiv. Können Sie vielleicht nach seiner Mutter suchen? Das würde ich wirklich gern, aber... Sag mal, hat deine Mami gesagt, wo sie hingeht? Irgendwas? Weiß nicht. In Ordnung. Wie wäre es mit ihrem Namen? Wie heißt sie? Mikan. Shibuya Mikan. Nur der Name hilft mir kaum weiter. Vielleicht kann der Hund wittern. Den Geruch. Interessierst du dich für den Brief? Oh, du kannst sie durch ihren Geruch auf den Briefumschlag wittern. Der Hund ist so klug! Sasuke, ja. Sasuke immer in den Deutschen. wenn der Hund wirklich sein gutes Gespür hat, wie Tsukumo behauptet, sollte ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Na gut, folge dem Geruch, ja? Bring mich hin. Los geht's! Okay, danke schön für die Vergiftung an Zombie. Was ist denn jetzt schon wieder los? Vielen, vielen Dank. Okay. Ist das ihr Auto? Also ist sie noch in der Nähe.
Oh, sie hat anscheinend Probleme mit der Yakuza oder so. Ja. Komm schon, Mika-chan, rein mit dir. Sie macht es auf jeden Fall nicht freiwillig anscheinend. Er heißt Shusuke, oder? Du bist für ihn. Schaffe ihn die Kohle ran. Und du versprichst ihm, seinen Anteil zu schicken? Selbstverständlich, Mika-chan. Das heißt, sobald deine Schulden abbezahlt sind und du keine Dummheiten anstellst. Ich dachte, Zombie ist immer so fleißig auf dem Discord. Dem kann man mal einen Sub schenken. Das stimmt. Immer die Game News. Einem Beagle-Jagdhund konnte ich früher noch mithalten, aber einen Husky hatte ich nie eingefangen. Der Hund ist nämlich nochmal ausgebüxt. Bin ihm so lange hinterhergerannt, bis ich nicht mehr konnte und ich ihn irgendwie verarschen konnte. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn Husky mal abhaut. Quincy hat das... ja, erstmal durch die Haustür raus... ne? Der Dreckige. Der war einfach spurlos verschwunden. Das war das Schlimmste... Gefühl, was ich in meinem Leben hatte. Die Angst, dass du deinen Hund nie wieder siehst. Gott sei Dank hat man den gefunden, zu uns gebracht, weil man wusste, wem der Hund gehört. Weil Husky ist halt, ne? Hat nicht jeder. Ihm ist zum Glück auch nichts passiert und hier sind auch keine so befahrenen Straßen. Alter, das war so schlimm. Er ist aber genau den Weg lang gerannt, wo immer Gassi gegangen wird. Das war echt schlimm. Der ist einfach aus die Tür. Ah. Und man hat ihn auch überall gehört, er hatte so eine Glocke, also er hat so eine Glocke um dem Halsband. Man hört ihn immer klimpern. Wir waren auf dem Land, da passiert eigentlich nicht viel. Ja, in Berlin ist es ein bisschen anders, ne? Wirklich, ich war so, keine Ahnung. Ich bin in kurzen Sachen und mit Latschen die ganzen Straßen lang gerannt. Eine Kuhglocke? Ja, so eine kleine. Aus eine kleine Kuhglocke. Wie süß. Klimpert immer, man hört ihn immer, wo er ist. Selbstverständlich, Mika-chan. Das heißt, sobald deine Schulden abbezahlt sind und du keine Dummheiten anstellst. Oh. Uff. Ah. Ist sie das? Was soll das? Schnüffel woanders. Hallo. Nach Knochen. Husch. Sie sind Shusuke-Kuns Mutter, oder? Mika Shibuya. Woher wissen Sie das? Dieser Hund führte mich zu Ihrem Sohn, darum suche ich nach Ihnen. Mit diesem Typen hätte ich nicht gerechnet, aber dafür bin ich jetzt hier im Bilde. Ein Hund führte Sie? Ich schätze, Sie hatten so hohe Schulden, dass dieser Mistkerl Sie verschleppen wollte, damit Sie für den Rest Ihres Lebens Zwangsarbeit verrichten, in einem Bordell oder so. Was? Ich... In Kamurocho passiert sowas ständig. Was willst du, dummes Arschloch? Der mir das Geschäft versaut, der kratzt ab, also wunder dich nicht. Ich habe bereits mitbekommen, dass sie dir Geld schuldet. Wie viel ist es inzwischen? Wie hohe Zinsen verlangst du? Sie hat sich für 500 Riesen geliehen mit Zinsen und das sind 9 Millionen. Willst du die etwa bezahlen? Okay, das ist extrem überzogen. Mir war sofort klar, dass ich es mit einem Kreditteil zu tun habe. Ich werde Mika-san jetzt mitnehmen. Muss ich dich zuerst umhauen oder nicht? Wie dich, Alter! Wir waren zuerst da. Ich mache deinen Köter und dich ein... Alter, wenn du einen Hund mit reinziehst, kastriere ich dich. Wichser. Da kenne ich keine Gnade. Blöder Penner. Ja, aber ich pisse, wenn man Tiere mit reinzieht. Auf. So schön ins Gesicht. Hat mir richtig leid getan, wie er das erzählt hat. Mein Hund war vergiftet. Oh nein. Oh nee, das ist nicht. Oh Mann. Jetzt im Krankenhaus der Hund oder was? Also Tierkrank. Oh. Na.
Du weißt, dass es illegal ist, Leute wie Eigentum zu behandeln? Was? Ich bin zugelassener Anwalt und würde Ihren Fall gerne kostenlos übernehmen. Warum unterhalten wir uns nicht in Ruhe? Ach Mist, scheiß drauf! Heißt das, ich bin frei? Wie konntest du enden, Mika-san? Was? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Er wartet immer noch beim Waisenhaus auf sie. Er dachte, sie holen ihn wieder ab. Und sagte mir, wenn ich diesen Mann nicht folge, würden sie ihn verkaufen. Und darum gerieten sie so in Panik, dass sie bereit waren, ihm zu gehorchen. Ja, ich komme mir so schrecklich vor. Typisch Kredithai, sie setzen einen so unter Druck, dass man nachgibt. Und dann gehört man ihnen mit Haut und Haaren. Ich kenne in Kamurocho einen guten Anwalt, der ihnen gerne hilft. Soll ich den Kontakt für sie herstellen? Ja, bitte. Er ist gestorben, wenn ich es so richtig... Oh Mann. Das ist nicht schön. Es sind Menschen jeden Tag mehr. Ja, ich auch. Die Leute müssten auch vergiftet werden. Die alle Knochen im Körper brechen, wenn die irgendwas mit meinem Tier machen. Mami, du bist wieder da. Tut mir leid, es tut mir so leid. Das hast du fein gemacht. Gut, Jaun. Ich sage immer, 98% der Weltbevölkerung ist einfach nur Schmutz. Und 2% davon sind in Ordnung. Ich bin noch gnädig mit den 2%. Aber wer bist du wirklich? Mittlerweile redet die ganze Gegend über dich. Hast du kein Zuhause? Wo bist du zu Hause? Ich wünschte, du könntest es mir sagen. Hallo, Dori. Yagami-san, ich habe eine große Bitte. Ich zahle auch dafür, wenn es sein muss. Bitte finden Sie Ranpo für mich. Ranpo, den alten Krimi-Autor? Bestimmt der Hund. So heißt unser Hund, doch er liebt auch Krimis. Manchmal schleicht er sich sogar davon, um Fälle zu lösen. Der Hund einfach. Wow. Warte, ich schicke dir ein Bild. Ja. Warte mal. Ich hätte es wissen müssen. Amasawas Hund ist das. Das ist einfach ihr Hund. Ihr Hund ist genauso. Wow. Oh, wow. Da haben sich ja zwei gefunden. Kommissar Wuff. Hallo, Nico. Magikaya. Du musst es unbedingt ausreißen, um deren eigenen Namen zu machen, was? Das überrascht mich nicht. Es heißt ja, mit der Zeit werden sich Hund und Herrchen immer ähnlicher, aber das... Egal, ich sollte mich bei Amasawa melden. Wir haben einfach ihren Hund. Der Hund löst die Fälle besser als Kogoro, ja. Diese Sache mit Rampo tut mir leid. Hey, Rampo, pass auf, keine Herumstreife mehr. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Du lernst es nie, oder? Oh, mir scheint, er scheint ein guter Junge zu sein, nicht wahr? Yagami-san, der scheint sie wirklich zu mögen. Für gewöhnlich ist Rampo Fremden gegenüber misstrauischer. Vielleicht sieht er sie ja als professionellen Partner, Yagami-san. Meinst du wirklich? In der Tat. Seit er ein kleiner Welpe war, habe ich ihn zu einem ordentlichen Spürhund abgerichtet. Merkt man gar nicht. Wie meinst du das? Also als Kind las ich eine Geschichte über eine kleine Detektivin, die mit Hilfe ihres Hundes einen Fall löste. Diese Lektüre brachte mich dazu, Rampo abzurichten und mit ihm Fälle zu lösen. Deinetwegen wittert er also immer Probleme. Ja, und er scheint gut Lunte gerochen zu haben. Immer wenn sich etwas zusammenbraut, flitzt er auf und davon. Wir versuchen es zu verhindern, doch er ist einfach zu geschickt. Ist das in Ordnung, auch mit den Tierheimen und der Polizei? Nein, ganz und gar nicht. Rampo wurde schon mehrmals von beiden angegriffen. Dann musste ich ihn jedes Mal abholen und mich entschuldigen. Im Tierheim kennt man ihn mittlerweile leider ziemlich gut. Aber er beißt nicht und will den Leuten nur helfen. Darum behandeln sie ihn viel nachsichtiger, als sie eigentlich sollten. Ihr zwei seid euch wirklich ähnlich, was? Na. Wie? Meinen Sie? Du hast ihn wirklich gut abgerichtet. Ob er mir wohl mal wieder hilft, falls wir uns über den Weg laufen? Ja, ich denke schon. Jedenfalls können sie immer nach ihm rufen, wenn er in der Nähe ist. Kommt er vielleicht. Du führst alles andere als ein Hundeleben, was? Wow.
Hat jetzt die Leine losgelassen? Wow, Yagami, wow. Viel Glück mit dem Fall. Vielleicht sollte ich Rampo mal rufen, wenn ich auf seiner Spürnase angewiesen bin. Aber wer weiß, ob er tatsächlich kommt. Das wäre krass, wenn ich ihn jetzt rufe und er kommt dann. Eine Spürhund-App. Alter. Oh Mann, ey. Da ist er. Ja! Uffi, Duri, danke schön für deinen Resub im 13. Monat. Vielen, vielen Dank. So, ich habe jetzt einen Hund. Finde ich super. Er läuft wie Tenshi. Der weiß auch nicht, was er will. Ich finde das cool jetzt mit dem Hund hier. Noch lustiger fände ich es, wenn er jetzt hier Pipi macht und so. Das ist definitiv nicht Tenshi. Nee. Tenshi ist ein kleiner frecher Drecksack. Böser Pilz. Ja, Tobi mag ich. Er sammelt sogar die Sache für mich ein. Sehr gut. Immer nach oben. Hast du To the Moon gespielt? Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts. Nanda kore? Nani yatten no? Wow, die saufen Bier und... Und ich muss hier arbeiten? Was für ein faules Pack? Emotional ist. Muss ich mir mal anschauen. あんた見越し場拾って例の大学生殺しを調べてんだって?ハンピン・リューマに襲われたのもそのせいだったんだろ?俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん?そいつは痛だけないな。手が止まってるよ。早く勝負を終わらせて帰んなって。地元に詳しい味方が必要だろ? 俺なら異人町の裏の裏まで。でもお高いんでしょ?紹介は安くしといてもいい。よその御道行に手柄独り占めされるのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもとを杉浦がいいんなら別にここは俺んちじゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには人間のもいいですな。僕もぜひ。ありがとう。 Also zwei Spiele nicht mehr anschauen soll, Tobi. Ah, Yagami-shi. Netto-no-keiji-ban-de Ehara-no-koto-ga-tori-ange-rarete-masu-zo. Jisatsu-shita-musuko-san-no-tame-ni Ijimekko-o-koro-shite-tan-ja-nai-ka-to. Maji-ka? Mou-so-ko-made? Mite-kudasare. Dozo-ko-chira-e. Das Training spiele ich nicht mehr. Habe ich doch gespielt, warum soll ich es nochmal spielen? Warte, ich baue mal kurz mein Zettel. Genau genommen sind es mindestens 4 Games. Naja, wenn ich das eine Spiel finde, dann sehe ich ja, was der Entwickler gemacht hat. Ich muss es mir aber aufschreiben, sonst vergesse ich's. To the Moon. Ich habe ja nicht genug Spiele oder so, ne? So. Für den Jetpack, Lisa? Nee, finde ich kacke, ehrlich gesagt. Finde ich echt kacke. Ich habe mich da im
auf der PlayStation 4, wo es diese ganzen Kacke noch nicht gab, rumgequält. Und jetzt kriegt man da so eine Hilfe. Nee. Sehe ich nicht ein. Ich hatte es viel schwerer im Spiel. Ich hatte so ein Lovecraft-Horror. Nee, kannst du behalten.